Freddy, kannst du jetzt endlich mal aufhören mit deinem Buchstaben-Sortierspiel? Die Kinder warten doch schon auf uns zwei. Nur noch ganz kurz, ich hab's doch gleich. Du regst mich echt auf. Pass auf, ich helf dir mal, damit du fertig wirst. Oh ja, das ist gut. Also, wir müssen nur noch aus den paar Buchstaben ein Wort finden. So schwer kann das doch gar nicht sein. Ich denk mal kurz nach. Okay, ich hab's. Refurna Tane. Wie? Refurna Tane? Ist doch kein richtiges Wort. Das ist falsch. Wir brauchen ein Wort, das es wirklich gibt und keines, das du einfach nur erfindest. Aber Refurna Tane hört sich doch irgendwie wie ein echtes Wort an, oder? Ist es aber nicht. Komm, wir probieren weiter. Es gibt bestimmt ein echtes Wort. Frau Rentner. Fentrau. Nein, das gibt's alles nicht. Ah, ich hab's. Vertrauen. Wilma, du bist echt schlau. Ach, das war doch ganz einfach. Denn Vertrauen kenne ich. Ich habe eine ganze Menge Vertrauen. Echt wahr? Sag schon, worauf vertraust du denn? Dass es bald Sommer wird und es bestimmt dann viele leckere Erdbeeren im Garten gibt. Die kann ich dann anknabbern. Darauf vertraust du? Nö, das wünsche ich mir halt. Vertrauen ist viel mehr als wünschen. Weißt du, vertrauen kannst du, wenn du dich auf jemanden verlassen kannst. Ich kenne da einen, der so richtig festes Vertrauen hatte. Das war der Petrus. Seine Geschichte musst du dir unbedingt anhören. Decke aufmachen und sagt mir, was ihr seht. Ich sehe ein Schiff. Ich sehe ein Netz, das könnte vielleicht ein Fischernetz sein. Willst du es vielleicht uns noch zeigen? Ja? Super. Ich sehe einen Mann und es könnte der Petrus sein. Ich habe Fische. Und ich habe auch Fische. Wo ist der Papa? Ich sehe einen Mann und mit Bart und es könnte da Jesus sein. Okay. Petrus hat etwas echt Unglaubliches erlebt. Es ist so spannend, dass er uns unbedingt davon berichten möchte. Dann fang doch mal an, Petrus. Also, das war so. Ich bin Fischer. Jede Nacht fahre ich mit meinen Freunden raus auf den See. Da werfen wir dann unsere Netze aus. Wir wollen Fische fangen. Das ist unsere Arbeit. Vom Fischefangen leben wir. Meistens sind wir die ganze Nacht auf dem See. Nachts gehen die Fische viel besser ins Netz als am Tag. Auch letzte Nacht waren wir auf dem See. Aber wir haben nur sehr wenige Fische gefangen. Das ist echt ärgerlich. Wenn wir zurückkommen, machen wir immer unsere Netze sauber. Wenn dein Netz gerissen ist, machen wir es wieder ganz. Heute Morgen kam Jesus zu uns an den Strand. Viele Menschen standen bei Jesus. Alle wollten ihm zuhören. Jesus sagte, schau mal, so viele Leute sind zu mir gekommen. Sie können mich nicht gut hören. Kannst du mich bitte mit deinem Boot auf den See fahren? Dann ist dein Boot wie eine Bühne und ich kann besser mit den Leuten sprechen. So habe ich es dann gemacht. Ich habe Jesus ein kleines Stück auf den See gefahren und er konnte zu den Leuten sprechen. Als Jesus aufgehört hat zu reden, wollte er, dass wir ein bisschen weiter auf den See rausfahren und dort unsere Netze auswerfen. Das war vielleicht komisch. Am Tag kann man doch gar keine Fische fangen.
Jesus sah nicht so aus, als ob er Ahnung vom Fischefangen hätte. Ich versuchte ihm zu erklären, dass wir schon in der Nacht keine Fische gefangen hatten und dass es am Tag ganz bestimmt nicht gehen wird. Jesus schaute mich ganz lange an. So einem Menschen bin ich noch nie begegnet. Auf einmal glaubte ich, dass ich es doch noch mal versuchen sollte mit den Fische fangen, einfach weil Jesus das sagt. Ich warf meine Netze also noch mal ins Wasser. Wir warteten. Erst passierte nichts. Dann spürte ich ein Rucken und Zucken in den Netzen unter dem Boot. Was war da los? Wir fingen an, die Netze aus dem Wasser zu ziehen. Und was war dann? Fische. Die Netze waren voll mit Fischen. Es waren so viele Fische, dass wir gar nicht wussten, wie wir die schweren Netze ins Boot ziehen sollten. So viele Fische. Ich winkte meinen Freunden am Ufer, dass sie kommen sollten, um uns zu helfen. So viele Fische habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gefangen. Ich konnte es gar nicht begreifen. Es war einfach unglaublich. Ich schaute Jesus an. Jesus hatte ja wohl ein wirklich großes Wunder getan. Und ich war dabei gewesen. Ich bekam eine richtige Gänsehaut. Jesus kann doch gar kein normaler Mensch sein. Normale Menschen können so etwas nicht tun. Meine Knie wurden ganz wackelig und ich warf mich vor Jesus auf den Boden. Aber Jesus sagte, du musst dich nicht erschrecken. Bleib bei mir, werde mein Freund. Wir beide können zusammen noch viel erleben. Du kannst mir helfen, allen Menschen von Gott zu erzählen. Ich bin so froh und dankbar, dass ich Jesus getroffen habe. Jesus ist etwas ganz Besonderes. Ja, ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte sein Freund sein. Ich möchte noch mehr Wunder erleben. Und ich möchte von Jesus lernen. Wow, das ist jetzt echt richtig aufregend gewesen. Danke, Petrus, dass du uns das erzählt hast. Tschüss, Petrus. Bis zum nächsten Mal. Die Geschichte mit den vier Fischen war toll und den Petrus finde ich voll mutig. Ich auch. Der Petrus hat sein Netz noch einmal in den See geworfen, weil es Jesus zu ihm gesagt hat, dass er es machen soll. Petrus wusste, Jesus kann ich echt vertrauen. Deshalb hat Petrus sein Netz sogar mittags zum Fischefangen in den See geworfen, was er sonst nie machen würde. Und Jesus hat ihn nicht enttäuscht. Meinst du, wir können Jesus auch vertrauen? Na klar. Manchmal geht es mir auch so wie dem Petrus. Ich weiß nicht weiter und ich denke, alles geht schief. Trotzdem vertraue ich Jesus, dass ich es mit seiner Hilfe gut schaffe. Da hast du recht. Wenn ich Jesus vertraue, dann lässt er mich mit meinen Schwierigkeiten nicht alleine. Ich will Jesus auch so vertrauen wie Petrus. Ich auch. Also, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.